Und ein herzliches Willkommen bei der nächsten Folge von Stardew Valley. Ich bin lost im Town und sowas in der Art. Zweimal links, zweimal rechts. Keine Ahnung, was ich quatsche. Aber es geht. Ich kann quatschen. Letzte Woche ging das nicht. Oder so gut wie nicht. Der Schleimi hat gerade seine Farbe verändert. Oder hat mich das jetzt getäuscht? Alter. Zu viele Bäume. Ja. Was machst du da? Schöner See, ja. Kann ich dich reinschupfen? So. Wächst hier jetzt gar nichts mehr? Das ist ja doof. Dafür, dass das hier so ein... Warte mal ganz kurz. Ich mache wieder Trick 17. Hier so ein bisschen... Nein. Okay. Wimmelbildspiel. Wo seht ihr den Rettich? Da kommt auch noch ein Let's Play zu so einem Wimmelbildspiel. Kann ich schon mal anteasern. Das kommt wahrscheinlich, wenn ich meinen Urlaub dann nächste Woche habe. Dann habe ich vom 8. bis zum 8. Urlaub. Da kommen einige Überraschungs-Livestreams. Oder so durchgehende Livestreams, wo ich dann ein paar alte Videos einfach durchlaufen lasse und halt ankündige, wenn ich dann wieder da bin, sozusagen. Da will ich mal schauen, wie das so, wenn ich einen Livestream über mehrere Tage laufen lasse, wie das so ankommt. Ob das meine Reichweite erhöht. Oder so. Dachte ich einfach, kann ich mal probieren. Da ist Levis. Gut, aber was? Ich fühle mich so ein bisschen stuck gerade in Stardew Valley. Weil irgendwie geht nichts weiter. Aber das hatte ich früher schon. LOL. Das ist das Bild? Okay. Sieht aber schön aus. Das wäre cool als so Bild für hinten da. Würde mir gefallen. Ja, kann man machen. Sieht halt mein schöner Bauernhof. So, rein da. Und jetzt wird ein bisschen Saatgut hergestellt. Ich weiß jetzt nicht, was ich brauche. Ich nehme einfach alles.
Gut, wir gehen mal schlafen, würde ich sagen. Wieso ist hier eigentlich Gras? Sorry? Wo ist meine Frau? Maru? Hayley? Ach, da! Hayley, kommst du ins Bett? Okay, bye. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Okay, bye. Ab ins Bett. Okay. Gut. Bye, bye. Guten Morgen, Liebling. Riecht gut, nicht? Ich habe dir Frühstück gemacht. Ich weiß, dass du mit deiner Arbeit beschäftigt bist. Ich bin hier, um dich bei allem zu unterstützen. Danke. Hab dich lieb, Schatz. Rocky, hab dich auch lieb. Lekani. Einmal gegen die Decke, bist du glücklich, zweimal doppelt glücklich. Gut, dann wieder mal hier. Nein. %200. Bisschen viel, oder? Ein bisschen viel noch. Lol. Okay. 70? Ich glaube, 50 ist ganz okay. Ja, 50. Okay. Achso. Die Pflanzen. Da ist eine Pflanze eingegangen. Okay. Donnerstag. Was machen wir am Donnerstag? So, nehme ich. Nehme ich alles. Das wollte ich nicht. Ich wollte nur da hoch. Jetzt laufen gerade die ganzen Tierchen raus. Dann lauft mal rum und esst das ganze Gras. Echt schlimm mit dem Husten. Okay. Was brauchen wir noch für schöne Dinge? Wir brauchen Rettich. Weil ich will Tee machen. Ich will guten Grüntee. Hätte ich jetzt gerne, echt. Werde ich mir nach dem Stream einmachen.
halt nie irgendwas. Das ist ja schlimm. So. Aber hier ist ja wahrscheinlich nie irgendetwas. Weißt du was? Hätte ich früher machen sollen? Erika. Mit der Kokosnuss auf dem Kopf. Mit der goldenen Kokosnuss. Schleimis. Hier wollte ich noch ganz kurz nachschauen. Pierre? Hm. Hm. Orangensetzling. Falls es nicht passiert, aber normal sollte ich bis dahin schon so eine Orange bekommen. Das wird schon hinhauen. Jetzt probiere ich das nochmal. Wieso geht das nicht? Hm. Hey. Okay, geht nicht. Hm. Dann pflanze ich jetzt einen Orangenbaum. Hm. Wo pflanze ich den? Die holen die ganze Zeit die Ernte ein. Ich krieg das gar nicht mit. Die sind so fleißig. Aber wo pflanze ich den hin? Ich habe hier nirgendwo wirklich Platz. Da habe ich keinen Platz. Geht der hier irgendwo hin? Nein. Hm. Wo pflanze ich denn? Hier. Ich muss wahrscheinlich hier das wegballern. So. Dass ich hier einen Orangenbaum hinsetzen kann. Ja, perfekt. Und du, mein Freund, kommst weg. Und was macht der eine Drache? Das sind zwei Drachis. Da ist noch ein Baum. Weg damit. Okay. Äh, 14 Uhr. Ich könnte jetzt noch einkaufen. Sollte ich, glaube ich, auch. Ich brauche gerade richtig viel Asche. So. Tiere. Asche. Kuh.
Kohle Heu für meine Tiere. Eieiei. Was steht jetzt noch so an? Weiß ich irgendwas? Wahrscheinlich kommt übermorgen ein Livestream. Weiß ich noch nicht. Kann ihn jetzt in der Dezemberzeit kann noch viel passieren. Auf meinem Kanal. Da wird noch einiges Schönes kommen. Gut. Wann planst du eigentlich? Ja, eigentlich war das gestern. Wollte ich gestern livestreamen, aber wegen dem Husten, ich wollte immer dazwischen eine gewisse Pause haben. Dass das gut läuft. Normal nächste Woche kommt dann regelmäßig Cora Island. Außer es kommt irgendwas dazwischen, dann lege ich es wahrscheinlich vor. Verschiebe ich es einen Tag vor. Aber ja, das kommt jetzt dann regelmäßig als Livestream. Genau wie Stardew Valley. Habe ich jetzt mal so geplant. Vielleicht sogar öfters jetzt im Dezember. Ja, weil ich im Dezember sehr viel Zeit habe und ich möchte sehr viel streamen in der Zeit. Da auf jeden Fall. So, das Heu gebe ich jetzt mal ab, was ich jetzt gekauft habe. Ich sollte die Tiere hier wirklich einsperren. Cool. Ja, finde ich auch. Also ich freue mich schon auf das Chaos, was da so kommt. Weil Stardew Valley ist jetzt ja dann jetzt nicht mehr ganz so lange, bis hier alles erledigt habe. Und dann beginnt Staffel 2 auf einer anderen Map. Und dann, ja. Und vielleicht mache ich da auch ein bisschen Multiplayer. Ich weiß es noch gar nicht. Gar nicht ganz genau, wie das dann alles ablaufen wird. Aber neue Map auf jeden Fall. So, was wollte ich jetzt? Ach ja, ein bisschen gucken. Staffel 2. Ja, Staffel 2 wird wesentlich kürzer wahrscheinlich. Wird wahrscheinlich nicht so lange dauern wie diese Staffel. Über ein Jahr jeden Tag eine Folge. Alter, was war das jetzt? Ah, stopp. Okay, meine Stimme sagt jetzt langsam adios. Uiuiuiui. Eieiei. Jetzt wird mir warm. Gut, hier kein Lauch, gar nichts. Dann wird auch in Staffel 2 wird es wieder ein bisschen rund gehen, weil alles drunter und drüber. Da ist ja wieder was zu tun. Hier habe ich ja
Echt jetzt? Ich laufe die ganze Zeit eigentlich wieder nur rum. Was ich eigentlich gar nicht will. Ich will irgendwas machen. Aber Liebe haben wir ja so gut wie abgeschlossen. Und ich frage mich, ab wann Stardew Valley wirklich beendet ist. Am Anfang ist immer viel zu tun, ja. Aber ja. In Staffel 2 werde ich ein bisschen wilder, ein bisschen mehr experimentieren. Als hier. So, ist nichts Großartiges heute passiert. Ah, ich weiß, was ich morgen machen kann. Dafür jetzt mal ein bisschen was ablegen. So. Da habe ich eine Blume vergessen. Und Cora Island wird auch noch, glaube ich, spannend. Weil es gerade echt lustig. Gestern die Folgen. Sind schon ein paar coole Dinge passiert. Aber es ist halt mit der Stimme noch ein bisschen schlimm. Gut. Dann gehe ich morgen. Ich nehme das mal mit und das. Echt? Sogar mit meinem Husten. Da war ich ja noch richtig krank. Die Folgen, die jetzt noch, die Folge, die heute gekommen ist, da war ich ja noch richtig mies drauf. So, und danke. Wenn es Rocky gefällt, finde ich cool. Aber Rocky schläft jetzt. Gute Nacht, Rocky. Gute Nacht. Einfach so ein Schmetterling hier drin. Gut, dann ab in die Kiste. Ich habe bei Cora Island noch nicht mal angefangen, wirklich zu flirten. Das kommt ja auch noch. Ja, da kommt echt noch. Also die ersten Story-Momente sind jetzt auch wieder gestern in der Aufnahme, die was diese Woche jetzt kommen werden. Also kommende Woche. Aber das, gestern war das Short mit dem Huhn, glaube ich. Das war mega. Das Hühnerkostüm. Das will ich unbedingt. Gut, jetzt wollte ich auf die Insel. Weil ich will das Hühnerkostüm in Cora Island.
einfach mega. Gut, wo gehe ich jetzt am besten angeln? Hier drüben? Ich brauche Stachelrochen, mindestens zwei. Hier so. Okay. Und das Angeln bei Kora Island ist auch wesentlich schwerer als hier. Also du kommst mir vor. Ich könnte... Ich habe jetzt gerade nicht das... ich muss ganz kurz auf Wikipedia. Stardew Valley Wiki. Weil ich bin mir jetzt nicht sicher, wann die Fische, ob ich den jetzt fischen kann. Sind jetzt die Fische hier? In Wikipedia. Da, Fische. Okay. Wo haben wir Stachelrochen? Hier. Ist das der richtige Stachelrochen? Also das ganze Jahr? Alle Jahreszeiten, okay. Dann hätte ich mir das sparen können. Den kann man anscheinend das ganze Jahr fangen. Ja, komm. Kommst du? Mit Schatztruhe. Hä? Okay, Schatztruhe ging sich nicht aus. Blöd. Nein. Bleib da. Dicker Fisch. Ja, brauche ich nicht. Soll ich mal den Köder wechseln? Angel? Ich habe nicht mal ein... Das wechsle ich mal aus. Schauen, jetzt müsste eigentlich immer eine Schatztruhe kommen. Okay. Easy peasy. Ja, kann man machen. Kann da irgendwas Gutes dabei rauskommen auch? Weil das ist... Das Magnet ist ja nur für Schätze. Das ist relativ teuer. Es wäre halt blöd, wenn da weniger rauskommen würde. Oh ja, Flunder brauche ich auch. Die brauche ich ja für irgendein Essen, um Liebe aufzubauen. Komm, komm.
Noch eine Flunder, bitte? Nein. Ich will nicht die... Wie heißen die? Rotteufel? Rotfeuerfisch. Sind das nicht die extrem giftigen Fische? Heißen die nicht so? Da, wo es in Australien so eine richtige Plage davon gibt, dass man die sogar jagt. Ja, so wie es aussieht, ist das hier auch so. Mit dem, das kann nur Müll sein. Oder eine Flunder, die am Boden liegen bleiben will. Ja, genau. Als hätte ich es gewusst. Schön. Schön, schön. Oh. Da kann man echt immer Fische retten. Da kann man immer Fische raten. Ja, was kommt jetzt? Aber irgendwann hat man das auch, glaube ich, so ein Gefühl, was da so kommt. Das ist wieder so ein blauer Fisch wie davor. Ich hab's abgebrochen. Mist. Ich habe wieder die Paddles da unten dran. Bin leider dran gekommen. Ist nur eine Ausrede. Das ist wieder so ein blauer. Ich weiß nicht, wie die heißen. Wir sehen es ja gleich. Ja, siehst du, Thunfisch. Das ist nicht raten, das ist wissen. Ups. Hab ich so? Okay. Vielen Dank, Leute, fürs Zusehen. Ich habe euch lieb. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und lasst ein Like und ein Abo da und so. Und dann sehen wir uns. Es gibt unendlich viele Folgen von Stardew Valley. Hab euch lieb. Ciao, ciao.